So, hallo, ich probiere das erste Mal ein Voiceover, also bitte hebt ein bisschen Gnade mit mir. Da sehen wir uns gerade aufs Flugzeug gehen, und zwar von Hongkong nach Phuket. Das ist der Weg zum Hotel. Es waren etwa eineinhalb Stunden, die wir da gefahren sind. Wir waren schon mal in diesem Hotel. Wir haben darum die Anlage schon ein bisschen kennen. Mehr oder weniger. Das ist unsere Villa gsi, oder wenn man das nennen will. Wunderschöne Aussicht. Es hat ein riesen Bad, wo man gerade auch Sicht nach außen hat. Und es ist wirklich einfach atemberaubend. Sie machen alles schön im Apparat, schön dekoriert, überall Blümchen. Sie lassen sich wirklich jeden Tag eigentlich etwas Neues einfallen, um einen überraschen. I could never have my insecurities. Always busy working, never giving up the time that she deserves. But you know that I know. Wenn man die Snacks, die sie mir am Nachmittag gegeben hat, verschiedene Variationen. And loving you is wrong. And loving you is wrong. Hallo und willkommen in Phuket. Wir sind gestern Nachmittag in Phuket angekommen, genauer in Katatani. Wir sind tatsächlich schon das zweite Mal da. Wir haben wirklich das Glück, dass wir nochmal hier ankommen dürfen. Und ich will euch darum noch ein bisschen etwas zeigen. Das Zimmer haben wir ja schon gesehen. Wir haben gestern Abend dann schon das erste Mal im Dörfli gegessen. Es hat hier eine Strasse. Eigentlich könnt ihr euch so vorstellen, es ist eine Strasse. Auf der einen Seite ist das Hotel. Und auf der anderen Seite ist das Städtli. Und wir haben so fein gegessen. So Bonen Curry und feine Desserts. Und es ist einfach so gut zu essen. Das kann man sich fast nicht vorstellen mit den Gewürzen, die sie haben. Und sie sind nachher noch in die Massage. Das ist ein absolutes Highlight. Ich weiss nicht, ob es überall so ist, aber ich könnte es mir eigentlich schon vorstellen. Dass Massagen so extrem günstig sind in Thailand. Zumindest eben sicher im Phuket. Man zahlt für eine Stunde zwischen 10 und 12 Franken. Und ich sage euch, die Liste ist elendlang von Massagen, die man da haben kann. Ich habe mich für die Thai-Massage entschieden. Das ist für mich die originellste. Man wird wirklich durchgeknetet. Und sie haben so ganz spezielle Techniken. Also sie lupfen einem vom Tisch und dann stehen sie auf einem drauf. Und ja, es ist einfach nur genial. Ich glaube, das T-Shirt kennt ihr langsam auch, gell? Be kind, be you. Ich habe das auf so vielen Fotos und Filmen. Es fällt mir immer wieder auf, ich sehe mir gleich aus. So schön. Aber ein bisschen neblig. Ah ja, kommt schon an. Zumindest scheint die Sonne durch. Und wenn ich jetzt schaue, das ist lustigerweise, haben wir das letztes Jahr schon. Haben wir das letzte Jahr schon miterleben dürfen. Dazu, genau da, tun sie einen Altar errichten, da können die Leute heiraten. Und ich sage noch, es ist so schön, wir sind im Pool unten gesessen. Ich sehe auf, vielleicht sehen wir ihn da. Nein, ich glaube, man sieht ihn. Es hat dort auch so einen Pool vom Hotel. Wo man essen kann. Und von dort aus sieht man genau über. Und es ist so süß, weil die Leute werden immer mit einem Baby-Elefantli überrascht. Und die Leute flippen damals fast aus. Ich hätte auch gerne ein Baby-Elefantli. Oh! Und apropos Tier, es hat junge Kätzchen da und ich gehe fast über. Ich weiss noch nicht, ob es einfach Strassenkatzen sind oder ob sie zum Hotel gehört, wobei ich eher das Gefühl habe, sie gehört zum Hotel, sonst dürften sie da nicht so rumlaufen. Und sie sind so süß. Ich hoffe, ich kann sie mal noch filmen. Also, wir gehen jetzt zum Mürgeln
Und dann gehen wir ins Wasser. Es ist nämlich unheiß. Es ist irgendwie jetzt schon 30 Grad. Ich bin verwacht, weil es so heiß ist. Und es ist mega feucht. Aber wir haben uns ja nicht beklagen. Also bis später. Dann sind wir heute Morgen. Wie gesagt, mit einer super Aussicht. Es hat auch viele frische Früchte immer gehabt und ja, natürlich eine riesen Auswahl. Dann sehen wir den Strand. Hinten links dort bei den Steinen haben wir auch gut schnorcheln. Es hat so wunderschöne Fische gehabt. Das sind die Villen. Wieder eine Zvieri. Sie waren eigentlich den ganzen Tag am Essen, wie man sieht. Halbwegs gesund. Der schönste Köpfler. Da haben wir einen Ausflug gemacht mit dem Boot. Ziemlich exklusiver Ausflug mit dem Boot für uns gehabt. Da sind wir durch den Kanal raus. Es hat noch nicht so viel Wasser gehabt. Wir konnten hier im Slalom raus. Wir sind hier zu verschiedenen Inseln gefahren und haben verschiedene Orte angeschaut. Das ist die erste hier. Da seht ihr, da wohnen die Leute hier unten. Das sind Arbeiter. Wunderschönes Wasser. Die Fische sind so aggressiv geschwommen, weil sie ihnen irgendetwas zu essen gegeben haben. Etwas runtergerührt vom Boot, dass das so spektakulär aussieht. Wir sind dann weitergefahren in eine Bucht, wo es wunderschönes, klares Wasser hatte. Wir sind dann schnell gebaden, uns schnell abgekühlt und es gegangen ist. Und dann sind wir zu den Äpfeln gekommen. Dort sind lebende Affen auf dieser Insel. I could never have my security. Always busy working, never giving up the time to cheat us, sir. But you know that I know. Da sind wir schnorcheln und nachher in ein Restaurant. Das sind so flüssende Restaurants. Mega genial. Es gibt viel frische Fisch, die es hier selber fischen. Man hockt am Boden unten zum Essen. Wenn man will, natürlich. Wir wollen. Hier sehen wir die verschiedenen Fische, die man essen kann. Hier ist es Mittag, es ist Kokosnuss. Es ist aufhängig. Da sind wir am Strand, wo es nicht so viele Leute hat. Es hat natürlich einen touristischen Ort, wo es sehr viele Leute hat. Wir haben mit unserem Boot ein bisschen dort hin, wo es nicht so viele Leute hat. Großstadt. Hat sehr viele Leute, sehr viele Läden. Essen. Girl, I'm not like the others that pick themselves up on screen and cry themselves back to sleep at night. Eine geniale Dekoration haben sie gehabt. Wie im Dschungel und Live-Musik. Auch schön gewesen. Und als Frozen Joghurt, wer mich kennt, weiss, ich muss immer etwas Süßes haben. Morgen, ich bin's mal wieder. Wir sind jetzt den letzten Tag in The Shore, in Phuket.
Und ich bin schon recht lange wach, lustigerweise. Ich habe das letzte Mal vor einer Woche trainiert. Also für alle, die das Wunder nimmt. Ich habe überhaupt keine Mühe, um in den Ferien nicht zu trainieren. Es ist so warm da. Und ich bin wirklich über, ich mache Sport, weil es mir Spass macht. Und wenn es so warm ist von außen, macht es mir überhaupt keinen Spass. Nein, ich habe wirklich einfach gar keine Motivation, in den Ferien Sport zu machen. Es ist jetzt etwa 8 Uhr morgens und es ist noch, naja, sagen wir, angenehm. Und es ist mir wirklich einfach langweilig. Darum habe ich gedacht, ich mache jetzt einfach noch ein paar Übungen hier bei unserer Terrasse und ich lasse euch wieder mal ein bisschen mitschauen. Also, das ist wahrscheinlich, sind wahrscheinlich etwa die letzten Bilder hier von Südphuket, weil wir reisen jetzt noch für eine Woche in den Norden. Und natürlich nehme ich euch mit. Also, bis bald. Tschüss. Just fine before I met you. I drink too much and that's an issue, but I'm okay. Hey, you tell your friends it was nice to meet them, but I hope I never see them again. No, no. I know it breaks your heart. Moved to the city in a broke down car. 4 years, no calls. Now you're looking pretty in a hotel bar. And I, oh babe. And I. So baby, pull me closer in the backseat of your Rover that I know you can't afford. Bite that tattoo on your shoulder. Pull the sheets right off the corner. All the matches that you stole from your roommate back in Boulder. We ain't ever getting older. So, Donnelly. Letzte Abkühlung vor der Abreise. Wir gehen jetzt in den Norden in ein Hotel und wir hören und sehen uns wieder. Danke vielmals fürs Zuschauen und tschüss!